Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Gas, dem Ozon. Gefahr oder Segen? Also oft haben wir natürlich in unserer Kindheit, Jugend davon gehört, das schlimme, gefährliche Ozon, das Ozonloch. Also es war immer sehr negativ belegt. Aber was ist, wenn wir vor über 100 Jahren schon Wissenschaftler hatten, die ganz besondere Dinge mit diesem Gas vollzogen haben? Und dafür habe ich heute unseren Forscher und Experten da, Arthur Trenkle, und wir werden jetzt mal ganz neues Wissen über das Ozon erfahren. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Arthur, schön, dass du da bist. Hallo Corinna. Ja, Ozon, das große gefährliche Gas, ja, also wenn man das schon hört, mit Ozonloch noch im Hintergrund als Hiobs Botschaft, weiß auch keiner mehr, was mit dem Loch passiert ist aktuell. Ist wieder zu. Gibt's nicht mehr. Wie kamst du zum Ozon, zu dem Thema? Ich habe ja die klassische Prägung aus der Schule, aus den Medien, Ozonloch, Australien. Und heute hörst du und liest du ja nichts mehr darüber. Und ich hatte vor 9 bis 10 Jahren hatte ich einen russischen Wissenschaftler bei mir. Und der war mehrere Wochen da und er sagte, ja, bei euch in Stuttgart ist die Luft so schlecht. Ja, sage ich, ja, okay, wie soll ich denn das ändern? Wir haben halt nun mal den Kessel. Sagt er, ob ich ihm einen alten Fernseher, Röhrenfernseher besorgen könnte. Sag ich, ja klar, ich habe keinen mehr zu Hause. Aber ich fahre nach Böblingen auf den Schrottplatz und besorge dir einen. Dann habe ich es am nächsten Tag gemacht, habe ihm dann den Fernseher hingestellt und sagte, ja, brauche ein paar Bauteile daraus. Und hat dann die Bauteile rausgelötet, hat dann einen halben Tag dran rumgearbeitet, eine Funkenstrecke gebaut, etc., etc. Am Abend war ein kleiner, so groß war er, Ozongenerator fertig. Er schaltet ihn ein und sagt, riech mal. Und ich rieche, um Gottes Willen, das ist ja Ozon, das ist ja giftig, willst du mich vergiften? Er sagt, meine Güte, seid ihr in Deutschland so weit zurückentwickelt? Und hat dann diesen selbstgebauten Ozongenerator während seiner Arbeitszeit in seinem Labor und hat den immer mit nach Hause ins Hotel genommen. Mhm. Und er konnte die verbleibenden Wochen sehr gut arbeiten. Dachte ich, wow, den hat er mir dann vererbt. Und sagt, du, pass auf, wenn ihr im Winter Probleme bekommt mit Grippe etc., lass doch den im Büro oder zu Hause laufen. Ich kannte das natürlich zur Grippesaison, Zwiebeln zum Beispiel, dass man die neben Nachttisch hinstellt, aber Ozon war mir neu. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und festgestellt, es gibt dann schon unterschiedlichste Produkte, in Deutschland eher wenig, aber es gab vor 50, 60, 70 Jahren sogar einen Ozonpapst in Deutschland. Die haben sogar umgesetzt, das Blut mit Ozon anzureichern, um die Parasiten, die Erreger, die da drin sind, die aber nicht reingehören, zu eliminieren. Das fand ich spannend, hatte aber ein sehr negativ belegtes Bild zu Ozon. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, wie entsteht Ozon? Ja, wie reinigt die Natur die Luft? Ja, also ob jetzt Ozon im Wald oder auch am Meer, über UV, das sind verschiedene Entstehungsbereiche. Und dann bin ich wiederum auf Nikola Tesla gestoßen, der mein ganzes Leben mich begleitet, und habe festgestellt, dass Nikola Tesla 1896 den ersten Ozongenerator zum Patent angemeldet hat. Mhm. Und da habe ich natürlich die Frage gestellt, was wollte er mit dem Ozongenerator? Und auch da, damals waren die Menschen schon krank, hatten gewisse Parasiten im Körper, die sie raushaben wollten, weil sie sonst krank wurden oder noch kranker wurden. Und er hatte dann eine Firma gegründet mit Olivenöl als Hauptbestandteil. Und dieses Olivenöl wurde dann Ozon eingeblubbert, weil in diesem Olivenöl, vielleicht sieht man es in der Kamera, hier siehst du das hervorragend, ja, hier sieht man diese Flasche, ein Tesla-Produkt. Ozonisiertes Olivenöl. Olivenöl, das haben die Menschen dann quasi mit einem Löffel eingenommen, und hier sieht man auch schön nochmal einen Generator, den er damals auch angemeldet hat zum Patent. Ja, das kann man auch noch auf der Seite nochmal nachlesen. Also das heißt, Nikola Tesla hat vor über 100 Jahren sich mit dem Thema Ozon beschäftigt. Und es heißt ja, was Schauberger immer wieder gesagt hat, die Natur kapieren
und kopieren. Das heißt, Corinna, wie reinigt die Natur die Luft? Da ist ja kein Filtersystem, sondern auf einmal ist die wieder sauber. Ja? Nach Gewitter reinigt sich die Luft. Ja? Das heißt, die Luft wird ionisiert, Spannung entsteht, die Entladung des Blitzes, und es gibt pro Tag auf der ganzen Erde 10.000 Blitze. Jeden Tag. Tesla sprach immer davon, die Erde ist ein riesiger Kondensator und wird immer aufgeladen. Mhm. Und so wird nebenbei die Luft von den Erregern und Parasiten, Bakterien, die dort nicht hingehören, gereinigt. Und das hat er dann in einen Ozongenerator gebaut, hat dann Olivenöl hergestellt, ja. Und dieses Olivenöl den Ärzten, er hat viele Vorträge gehalten zum Thema Hochfrequenz, neue Wege in der Medizin, hat ein tolles Buch auch dazu, wo ein paar Aufsätze zusammengefasst worden sind und mit diesem Olivenöl mit eingesetzt. Das fand ich so spannend, ja. Und dachte, okay, warum haben wir in unserem Umfeld zu wenig davon? Klar, wenn jemand ein Kfz hat und das Auto hat einen Vorbesitzer gehabt, der geraucht hat. Wie wird das gereinigt? Ja, mit Ozon. Ja. Da kommen die großen Ozongeneratoren rein, die kosten ein paar hundert Euro. Und dann wird über mehrere Stunden das Auto zugemacht, mit Ozon alles geflutet. Dann dauert es 24 Stunden, weil Ozon O3 geht in jede Ritze rein und tut alle diese Erreger dort neutralisieren. Ja, klar, die Dosis macht das Gift. Und man muss es genauso wie die Natur machen. Wie bei einem reinigenden Gewitter am Meer oder im Wald, ja, wo immer wieder diese frische Luft für uns zur Verfügung gestellt, ionisierte Luft, die unsere Lungen richtig mit Energie fluten. Und daraus ist dann mit die Idee entstanden, vor anderthalb, zwei Jahren, wo wir diese Mikrobe aus Wuhan hier rüber bekommen haben. Und ich war zuerst beruhigt. Ich dachte, wir haben in Berlin eine Physikerin, die kennt sich mit Physik aus, ja, die weiß, wie man Ozon herstellt. Und ich war der festen Überzeugung, wir hätten in jedem Flughafen eine Ozondusche. Das heißt, wenn jemand irgendwo hinfliegt, wird die Luft gereinigt, die Keime. Und in jedem Flieger kommt ein Ozon oder Ozonisierer rein, weil momentan haben wir dort eine Umluftanlage. Das heißt, wenn vorne einer ein Düftchen abgibt, geht es bis nach hinten theoretisch durch. Passiert bei Ozon nicht. Leider wurden wir eines Besseren belehrt und wir haben diese Plage, diese mediale Plage immer noch. Das heißt, technisch ist das lösbar, weil die Natur hat seit Jahrmillionen Wege gefunden, Erreger zu neutralisieren. Und so haben unsere Altvorderen, ob das der Ozonpapst Dr. Rilling war, die haben Wege gefunden, um über das Öl ziehen, was ja auch bekannt ist, wo man Öl in den Mund reinnimmt, über 20 Minuten das Öl hin und her ziehen, hat jeder sicherlich schon mal ausprobiert, hat ja gute Vorteile für den Mundraum, für die Mundhygiene. Und mit Ozon werden diese Erreger natürlich noch schneller neutralisiert. Das Gleiche hat er dann über die interpopulare Medizin, da hast destilliertes Wasser mit Ozon eingeblubbert und dann praktisch in den Popo mit rein, weil der Darm die größte Fläche hat, um die ganzen Nährstoffe aufzunehmen oder mit zu entfalten. Und ob das Ganze über Blut oder andere Dinge im Einsatz sind, ist vielfältig. Und daraus ist dann die Idee entstanden, ein System zu entwickeln, welches mobil einsatzfähig ist. Wir haben jetzt 25.000, das ist ein Prototyp dieser kleinen, mobilen mit Akku-Einheiten, die man sich, das wird noch ein bisschen flacher und ist ein bisschen rund, das kann man sich umhängen, kann man hier dran klippen. Und wenn ich jetzt mit mehreren Menschen, gerade jetzt in der Grippesaison, S-Bahn, Fahrstuhl, im Flugzeug oder sonst wo, ja, dann schalte ich dieses kleine Ding an, ja, und sehe, wie hier eine LED leuchtet, ja, und hier entsteht Ozon, das kann man also sehr gut riechen. Das ist natürlich sehr stark von der Menge, aber man kann es riechen, es entsteht, das kann man dann dementsprechend einstellen. Und wenn wir zum Beispiel in einem Geschäftsessen sind, ja, und die Leute wissen nicht genau, ja, mit den Aerosolen, die Grippesaison beginnt, dann kann man das bequem in die Mitte stellen, einschalten und hier entsteht O3, ja, und neutralisiert in der Luft alle diese Erreger. Und das ist ja mit mehreren Studien belegt. Das heißt,
Diese Technologie nennen wir Tesla Air. Wir haben die Gesellschaft ins Leben gegriffen, gerufen, genau. Das Tesla Air, was er ja als Urvater schon vor über 100 Jahren dazu umgesetzt hat. Und dann habe ich geschaut, was gibt es denn noch in diesem Bereich? Und bin auf dieses Gerät gestoßen. Ist auch ein Ozongenerator, wo man mit einem Blubberstein in Wasser, in eine Wasserkaraffe, diese Wasserkaraffe ist natürlich gut, dass die gefiltert ist im Vorfeld, mit Energie aufgeladen. Das trinke ich jeden Morgen. Man kann es vielleicht mit der Kamera gut sehen, wie das hier dann blubbert. Hier blubbert dann Ozon dieses Wasser mit rein. Chemielabor, weißt du? genau. Morgens alles zusammenbrauen. Genau. Man stellt die Zeitschaltuhr ein, entweder mechanisch, es gibt auch eine Funktion digital, und nach 20 Minuten oder 15 Minuten ist das Ozon hier drin. Ich schalte es jetzt mal aus, und dann kann man dieses Wasser trinken und es verteilt sich dann dementsprechend im Körper. Wichtiger Punkt, das Wasser, was man sich zu sich führt, ist keimfrei. Das wissen wir heute nicht. Du kannst die beste Filteranlage haben, aber auch am Wasserhahn, wo das Wasser rauskommt, da kommt mit dem Putzlappen, jemand hustet genau in die Richtung. Dort können sich auch Erreger festsetzen und es gibt eine Rückverkeimung. Ja, und das hat ja niemand auf dem Schirm. Und unser Wasserpapst, unser lieber Erich, hat ja diese Wasserproben gemacht und festgestellt, dass diese Inzidenzien in gewissen Regionen extrem niedrig sind und in anderen Regionen extrem hoch. Und er hat den Rückschluss getroffen, dass es mit dem Leitungswasser zusammenhängt. Es gibt Regionen, da wird dementsprechend neutralisiert, da hast du im Wasser nichts mehr, weil morgens bist du beim Zähneputzen, du putzt die Zähne, machst dann vor der Schule, vor der Ausbildung noch einen Test. Jetzt hast du von diesem Zahn, von diesem Leitungswasser noch gewisse Reste und auf einmal hast du einen positiven Ausschlag, der aber nichts mit dir zu tun hat. Also es liegt mit am Wasser, und wenn du das Ganze mit Ozon, dann kannst du das auf jeden Fall ausschließen. Ja? Ist es Ozon in der Lage, gute von schlechten Bakterien zu unterscheiden? Weil wir wissen ja auch, dass wir eine gewisse Balance der Bakterien, ist ja eben unser Lebenselixier. Richtig. Es war ja auch so fälschlich, dass wir von Bakterien Angst gemacht bekommen haben. Richtig. Aber wie funktioniert das in diesem Ozon-Thema? Genau, das ist eine gute Frage. Und da können wir nur auf die Ozonforscher, die Praktiker, die Ärzte zurückgreifen. Es gibt vom Dr. Rilling mehrere Bücher dazu, eins speziell zum Thema Ozon, und die haben über einen längeren Zeitraum 5 Millionen Menschen mit Ozon behandelt. Ob das Wunden waren, ob das über die Augen, über die Nase, über den Mund oder andere Körperöffnungen, ja, haben die Ozon eingesetzt und die negative Rückkopplung, ja, lag bei 0,03%. Das heißt, ja, dass hier von den äußeren Erregern das relativ schnell neutralisiert wird. Aber wie ist es zum Beispiel im Darm oder ist es im unteren, im Enddarm zum Beispiel? Wir haben eine natürliche Darmflora, die wir mitbekommen von unserer Mama, weil wir im geschützten Bereich sind, dann kommen wir auf die Erde, bekommen Muttermilch, ja, kaum Fremddinge, wir entwickeln uns hervorragend. Jetzt haben diese Bakterien, diese für uns nützlichen Bakterien, die Zeit und den Platz, sich auszubreiten. Jetzt kommt aber ein Fehlverhalten in Form zu viel Zucker, also Coca-Cola, Kaffee, sonstige Industrie-Nahrungsmittel, und die erzeugen wieder andere oder bringen andere Bakterien mit rein. Ja, und die breiten sich wieder aus. Und der Darm hat ja eine riesige Fläche, aber wenn wir das jetzt als Darm uns als Fläche hier vorstellen, wenn jetzt diese Fremderreger, die nicht zu uns gehören, wir aber denen den Raum geben, sich immer mehr ausbreiten und die, sage ich mal, über die Hälfte in Besitz nehmen, spüre ich diese große Störung in meinem Körper, habe dann die Krankheit. Und so gebe ich auf jeden Fall dem Körper die Chance, die zurückzudrängen und unseren eigenen Mikrobiom, ja,
voranzuschreiten und diesen Lebensraum wieder in Besitz zu nehmen. Und es ist das A und O, immer wieder zu schauen auf die Natürlichkeit. Deswegen ist eine Fastenphase ja auch wichtig, weil da gebe ich diesen Fremderregern keine Grundlage. Aber auch Hyperthermie, weil Nikola Tesla hat nicht nur einen Ozongenerator gebaut, er hat auch den ersten Tesla-Oszillator gebaut, mit dem er sich mit Hochfrequenz behandelt hat und die Russen das Ganze weiterentwickelt haben mit Hochfrequenz auf Wasser, eine Art lokale Hyperthermie. Und wenn man das kombiniert, gute Öle, gutes Wasser, Ozon mit Hochfrequenz, mit Mineralien und hier jetzt diese Energie in den Körper reinbekommen, weil wir brauchen Energie. Kein Mensch würde ohne Sonne überleben. Wie lange könnten wir ohne Sonne überleben? Wir brauchen Vitamin D3. Da brauchen wir das Sonnenlicht. Wenn wir es nicht bekommen, müssen wir es über die Nahrung irgendwie zuführen. Aber wenn das nicht vorhanden ist, bedeutet es für den Körper größte Probleme, die sich immer wieder dann über Haarausfall oder über die Haut oder Organschäden oder sonstige Stoffwechselprobleme zeigen. Bei den ganzen Anwendungen jetzt, was hattest du da für Ergebnisse erkennen können? Wenn man jetzt gerade sagt, Einlauf, äußere Anwendung, was gab es da so für Beispiele, für Erkenntnisse? Also diese Erkenntnisse, ich kann ja nur das stützend nehmen, was vom Dr. Rehling. Und er hatte teilweise Wunden mit einer Luftkammer, ja, wo die das Ozongas, also praktisch so eine Luftkammer, das Ozongas reingeblasen haben, um diese Erreger, die von außen diese Hoheit übernommen haben, zurückzuführen. Also wo die Schulmedizin damals gesagt hat, der Fuß muss amputiert werden. Und das kann man heute kombinieren. Wir können die innere Einnahme kombinieren, wir können das Ozongas äußerlich einsetzen und wir können mit Hochfrequenz die Zellen von innen nochmal aktivieren. Mhm. Und das ist eine Kombination, wo der Grundstein in den letzten vor 100 Jahren gelegt worden ist und wir heute eigentlich begreifen, wie diese Mosaiksteinchen ineinander greifen. Und die gehören zusammen. Das hat alles den Urvater Nikola Tesla. Ist natürlich preislich erschwinglich. Aber ja, für die Wirtschaft nicht so interessant. Richtig, genau. Weil jeder stellt sein eigenes O3 her. Das ist so effektiv. Das kann von Feinstaub, das wusste ich damals nicht, das Ozon in der Lage. Ich habe also auch praktisch so einen Ozongenerator, einen modernen bei mir im Büro stehen. Und 40 Quadratmeter Grundfläche, Raum wird neutralisiert, ob das Feinstaub ist, ob das Erreger. Ich brauche gar keine Angst haben. Ich bin psychisch sowieso mental gestärkt, aber ich brauche keine Angst haben, dass jemand kommt und mich anniest, ja, weil ich weiß, dass in der Luft genügend Neutralisierungspuffer vorhanden sind. Ja, ich habe auf Mallorca einen Fischer gesehen, alleine auf dem Fischerboot mit einer Maske. Ja. Bei Sonnenlicht. Da ist Ozon pur in der Luft. Wo soll er sich denn anstecken? Aber das ist, was halt in den Köpfen schon mit drinnen ist. Und wir haben die Chance, die Werkzeuge, die vor über 100 Jahren schon entdeckt worden sind, sinnvoll einzusetzen. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft, wo man Ozon wirklich dann einsetzt im Alltag? Wie kann ich es integrieren auch? Also eine klare Integrierung ist für Öle, die mit Nahrungsergänzungsmitteln oder auch Mineralien kombiniert werden, wo dieses Öl für die innere Einnahme energetisiert mit der Hochfrequenz, genauso über Nasentropfen, gerade in der Grippezeit oder Heuschnupfenzeit, weil die Heuschnupfenallergie kommt ja jetzt nicht unmittelbar über die Haut, sondern die kommt über die Riechzellen, werden die aktiviert, diese Gräser, ja, diese Pollen. Und wenn ich hier eine Schutzschicht, eine Ölschicht drüber habe, die 4-5 Stunden hier runterfließt, und da haben wir ein Öl entwickelt, man träufelt es in die Nase rein mit Zink, mit Silizium, und man ist für mehrere Stunden noch zusätzlich geschützt, weil auch Ozon in diesem Öl mit enthalten ist. Und das sind Kombinationsmöglichkeiten. Das ist ein Baukasten, der sich beliebig kombinieren lässt, ja, und nach individuellen Bedürfnissen
auch zu schauen, warum ist das Ganze entstanden. Dieser Heuschnupfen kommt ja nicht von ungefähr. Was ist denn passiert mit dieser Konditionierung? Hatte ich vielleicht einen Anruf zur Frühjahreszeit, wo gerade diese Gräser ja in der Luft waren und ich habe ein Schockerlebnis gehabt. Mhm. Und jetzt hat mein Körper dieses Erlebnis mit den Gräsern kombiniert. Und das gilt es wieder aufzulösen, wo ich hier mit der Hochfrequenz Technologie, aber in der Kombination mit anderen Gasen. Wir forschen auch mit Xenon. Xenon ist auch ein weiteres Edelgas, wo du diese Konflikte auflösen kannst. Aber das ist immer noch ganz am Anfang. Mhm. Kann ich so Konflikte auch übernehmen? Weißt du, es gibt ja Familien, da hat der Vater Heuschnupfen und der Sohn auch. Ja, das speichert sich ja teilweise mit rein. Hat der rein. Sohn dann auch so einen Konflikt oder ist das eine, oder ist übernommen oder? Genau, es kommt natürlich auf den, ist es ein Revierkonflikt, mhm. ja? Also das heißt, wenn jetzt in der Familie durch den Krieg Dinge passiert sind, also was immer zu dieser Zeit entstanden ist, ich erinnere mich an einen Fall, den ich als Dekodierung, wo mir mit mir geteilt worden ist, da war eine Allergie auf die Sonne. Ist eigentlich unmöglich. Mhm. Ja, eine junge Frau hatte eine Allergie auf die Sonne Hab bekommen. Habe ich letztens auch jemanden kennengelernt. Genau. Ganz krass. Man ging zurück und hat sich angeschaut, was ist entstanden. Das ist immer Sorgethema. Ich werde nicht umsorgt. Meine Mama ist weg. Und wenn dieses Mädchen oder dieses Säugling im ersten halben Jahres, Halbjahres bis Jahres Zeitraum, die Mama hat telefoniert. Ja, hat das Kind in Schatten auf die Terrasse gestellt, frische Luft zu bekommen, ist ans Telefon, hat sich jetzt verquatscht mit der besten Freundin. Die Sonne hat gedreht, das Kind ist aufgewacht, die Sonne hat sie praktisch mit Wärme, das Kind erschrickt, was ist los, es wird immer wärmer, schreit nach der Mama, minutenlang, die Mama kommt nicht. Mhm. Die Mama kommt, das Ganze geht wieder. Ja, jetzt ist hier eine Prägung entstanden. Mhm. Jetzt ist dieses Mädchen zum ersten Mal ganz alleine mit 19 Jahren ins Ausland, nach Australien und jetzt wieder allein gelassen, hat einen Schock, Mama fehlt mir, ja, Sonne und jetzt kommt's als Auslöser. Und das gilt es zu verstehen und wieder aufzulösen, weil die Haut kann mit Sonne bestens umgehen. Mhm. Es geht um die Konditionierung. Ja, super spannendes Thema auch. Also toll, was du uns immer für einen Strauß an komplexem Wissen mitbringst. Wenn man sich wirklich auch mit dem Thema Ozon jetzt nochmal befassen will, was es gibt und wie ich es einsetzen kann, gibt es da schon Möglichkeiten, sich zu informieren? Sehr gerne. Ich habe ja dazu aufgrund der alten Bücher, aufgrund meiner Erfahrung mit der russischen Technologie, was es jetzt gibt, auch mit der Weiterentwicklung, ein Buch geschrieben. Tesla Air ist das Thema, weil ich möchte einfach hier Tesla seine gebührenden Erfahrungen und Erkenntnisse geben. Und das kann man alles auf quantisana.ch anfordern, nachlesen, das Buch bestellen und sich auch mit unterschiedlichsten Gerätschaften beschäftigen. Weil es geht auch um die Trauben. Ich esse gerne Trauben. Aber mit so einer Schale mit Wasser gefüllt Trauben sind die innerhalb von ein paar Minuten neutralisiert und ich kann Erdbeeren, Himbeeren, Trauben bedenkenlos essen, weil die Schadstoffe von außen sind alle neutralisiert. Also legst die Früchte ins Wasser rein, ins Ozonwasser. Ins Ozonwasser rein. Okay. Und da kannst du fast zugucken, mit einer Prise Natron noch mit dazu, wie alles neutralisiert wird. Und dann kann ich meine Trauben oder meine Himbeeren oder sonstiges, was ich gerne esse, bedenkenlos essen. Oder ob es die Kaki ist oder sonst was. Mhm. Super. Auch spannend noch, ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ja, bis hoffentlich bald. Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es hat einen weiteren Blick zum Thema Ozon eröffnet. Ist doch immer wieder interessant, wie wir hier und da vielleicht auf die falschen Fährte gelockt werden. Aber von daher sind wir ja immer am Ball an Informationen und haben tolle Gäste hier für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.